Wir sind jetzt in Hannover und wir fahren jetzt zum Harz. Und die versiffte Bahn war zu klein gewesen. Unsere Wagen haben da nicht reingepasst, weil der zu voll war, weil da ein Wagen gefehlt hat. Das ist richtig widerlich. Das ist scheiße. Das ist richtig giftig. So, wir sind gerade in Thala angekommen und wir werden jetzt ungefähr 11 Kilometer hinlaufen zu diesem Lost Place, wo ich schon mal gepennt habe. Dort werden wir heute auch pennen. Prüfen, wie das da aussieht. Ich war bestimmt schon seit 3 Jahren nicht mehr dort. Und wir haben vorhin eingekauft. Da drin ist ganz viel Bier drin und da drin ist Essen. Geprost! Jetzt Wanderung zum Lost Place Start kommt. Das ist scheiße, dass die Sonne bald langsam runtergeht. Oder jetzt geht das langsam runter. Und das ist so windig hier. Dieser Wind nervt. Der stört mich. Der Wind muss weg. So eine Bazille. Prüfen, ob ich endlich wieder Herpes bekomme. Hier vorne sind ganz viele Autos und so weiter und kein Fußweg. Das ist richtig scheiße. Hier müssen wir durchlaufen. Das ist richtig widerlich, dass hier kein Fußweg ist. Und das ist alles so eng und mit diesen Leitplanken so barrikadiert. Aber wir müssen eine große S-Kurve hier laufen und dann, glaube ich, geht dann so ein Waldweg. Wo vielleicht Wölfe und Luchse und hier gibt es auch ganz viele Wildschweine. Die sollten hier auch vorhanden sein. Ich bin gespannt drauf, ob wir von denen gefressen werden, von diesen Wildschweinen. Das wird richtig cool. Das ist eine richtig widerliche Dreckstraße. Und das geht die ganze Zeit berghoch. Guck mal, was wir gefunden haben. Laub, das ist hier alles voll. Und das ist voll scheiße, das hier rumzuschieben mit diesem Laub. Und hier sind auch überall so eine kleinen Steine und so. Und das ist scheiße damit, das da drüber zu schieben. Also das ist auf jeden Fall viel besser als meine andere Sackkarre. Aber das hier, das ist voll scheiße, dass man hier drüber schiebt und das ist ein Weg mit Schwierigkeit. Das ist voll versifft. Wir laufen das so einen Waldweg durch. Guck mal, hier vorne sind überall diese scheiß beschissenen Steine. Die sind voll scheiße, das da drüber zu machen. Das kostet immer extra Kraft und Zeit. Und das geht die ganze Zeit nach Richtung bergauf. So die ganzen letzten 2 Kilometer oder 2,5 oder wie viel wir gemacht haben. Und wir müssen, glaube ich, bestimmt noch 10 Kilometer machen. Weil wir laufen einen kleinen Umweg durch den Wald, anstatt durch die Straße. Weil wir haben keinen Bock auf diese ganzen Autos, weil da kein Fußweg vorhanden ist. Sondern überall enge Leitplanken und überall Kurven. Und das ist dann scheiße mit dem Wagen. Weil ich kenne den Weg, weil ich bin da mit Moorpoi einmal durchgefahren. Und ich weiß ganz genau, dass da überall diese Leitplanken sind und viel zu wenig Platz. Und sie überhaupt keinen scheiß Fußweg. Und deswegen laufen wir in Umwegeform diesen Waldstück durch. Mit diesen versifften Scheißsteinen. Die sind hier überall. Das ist richtig beschissen damit, das hier rüber zu schieben. Und vor allem, dass das irgendwie die ganze Zeit nach berghoch geht, das ist scheiße. Das kostet Kraft und Zeit. Wir sind bestimmt nach Mitternacht da. Das ist ein widerlicher Weg. Der Wagen ist umgekippt, das ist richtig geil. Das ist mir damals auch immer wieder ganz oft passiert, als der Wagen immer umgekippt ist. Ich kenne dieses nervige Gefühl, dass der Wagen ständig umkippt und zusammenklappt. Genau, dass das hier zusammenklappt. Das ist ein richtiger Scheißweg mit ganz viel Steine dran. Aber kein Problem. Das ist alles voll mit diesen Steinen. Das ist genauso voll wie... Wie mein Sack. Oh Scheiße. Hier vorne ist ein Fluss im Weg. Wir müssen über den Fluss rüber. Das ist richtig scheiße. Ich muss das selber auch machen. Das wird richtig scheiße sein. Das ist ein richtig widerlicher Fluss und dieser ganze Weg
hier vorne, der ist hier auch total nur nass und befeuchtet. Hier ist überall, das ist alles Matsch hier. Und da geht nach Richtung nach oben, das ist richtig scheiße. Das heißt, meine dreckigen Schuhe werden ganz dreckig sein. Ich mag so den Matschwege nicht. Die sind scheiße. Da fließt Wasser runter. Oh scheiße, es regnet gerade in Strömen. Das ist richtig scheiße. Es hat angefangen zu regnen. Und die ganzen Sachen, die werden nass. Weil guck mal, ich habe keinen Regenschutz, den man über den ganzen Wagen rüberziehen kann. Weil der ist in der Portugal-Reise verloren gegangen, weil die Busfahrer das verschlammt haben. Und wir sind am überlegen, ob wir vorzeitig meinen Tarp aufspannen und hier irgendwo hier draußen pennen. Weil sonst werden wir komplett nass dort ankommen. Das ist richtig scheiße. Das ist widerlich. Aber wir warten noch ein bisschen ab. Vielleicht geht das gleich weniger. Oder vielleicht ist der Regen auch gleich weg. Aber mal gucken. Weil wenn der Regen nicht weggeht, dann werden wir immer nasser und so weiter. Das ist richtig scheiße. Und ich werde gleich meinen gelben Sack anziehen. Aber trotzdem werden meine ganzen anderen Sachen hier nass. Das ist scheiße. So, ich habe gerade meinen gelben Sack angezogen, der so richtig billig ist, weil der nicht bis komplett ausreicht. Also, meine Arme werden nass. Aber trotzdem wird das ganze Haar wohl gut nass. Das ist scheiße. Und seine ganzen Sachen, die werden auch nass. Da ist der Schlafsack drin, habe ich schon in die Einkaufstüte gepackt. Aber die ist ja jetzt schon durchnässt. Das ist widerlich. Das heißt, wir müssen uns jetzt Ausschau nach dem Pennplatz halten. Geprost! Ich grüße Felix A. Ich grüße Kiles. Ich grüße Nantes Boreal. Ich grüße Westmenschen. So, die ganzen Sachen sind nass und es hat aufgehört zu regnen. Das heißt, wir laufen jetzt weiter. Weiter nach Richtung Lost Place. Und wir starten genau die ganze Zeit da, wo Regen war. Jetzt sind wir nass. Das ist scheiße. Das ist wieder... Das ist schon wieder Komfortzone-Ausscheidung. Oh scheiße, wir sind hier so einen steilen, steinigen Weg nach runter gelaufen. Und wir müssen diesen ganzen steilen Weg wieder nach oben laufen. Weil hier ist überhaupt gar kein Empfang und Google hat uns überhaupt gar nicht gewarnt deswegen, dass wir nach links laufen müssen, anstatt geradeaus. Und hier ist doch nicht mal ein Weg angezeigt, das ist richtig widerlich. Obwohl das hier wie so ein Weg aussieht. Jetzt müssen wir wieder hochlaufen. Das ist richtig zeit- und kraftverschwenderisch. So, wir sind wieder ein Stückchen hochgelaufen und Google hat uns komplett in die Irre geführt. Wir müssen doch wieder hier runterlaufen. Den ganzen Weg. Und da geht das dann dahin, wo wir hin müssen. Das ist richtig scheiße. Das hat wieder so richtig Kraft gekostet. Das ist richtig widerlich. Das ist scheiße. Das ist scheiße. Das ist scheiße. Das ist richtig beschissen. Guck mal, wir sind den Weg mit Schwierigkeit, da so richtig steil und schon scheiße war, runtergelaufen. Und der Wagen ist ständig fast umgefallen. Aber sein Wagen ist die ganze Zeit runtergefallen. Weil das ist eine billigste Karre. Ja. Das ist die billigste Klapserkarre von ganz Hornbach. Und wir werden hier von diesem Wasser hier belästigt. Dieses Wasser, der ist voll laut, aber das ist gutes Wasser, weil das kann man saufen. Das ist Harzwasser. Das kann man einfach so trinken. Das ist besseres Wasser als Wasser aus Wasserflaschen. Das schwöre ich euch. Guck mal, dieser Weg hier vorne, man sieht es auf der Kamera einfach nicht, weil wir dunkel haben und wegen dieser Perspektive. Aber der hier, der geht die ganze Zeit, wirklich die ganze Zeit nach Richtung nach oben, bergauf. Zwar nur leicht bergauf, aber das kostet trotzdem die ganze Zeit voll Kraft. Das ist ein richtiger Scheißweg, ein Weg mit Schwierigkeit. Der muss durchlaufen werden und wir haben noch ein bisschen mehr wie 5 Kilometer zu laufen. Das sind richtige beschissene Scheißwege. Ich hoffe, die werden nicht beschissener, weil das kostet Kraft und Zeit. Wir möchten ankommen und kochen. Ich habe Rindersteak mit Nudeln und Paprika und Zwiebeln geholt. Und Bockwürstchen. Aber wir fressen später Rindersteak. Mit Nudeln. Und gebratene Paprika und Zwiebel. Das wird ein richtiges Festmahlsfressen. Guck mal. Hier vorne fließt schon wieder sauberes Wasser durch. Wir werden hier von diesen Geräuschen hier belästigt. Guck mal. Wir sind gerade... Guck mal, wir haben gerade eine Asphaltstraße überquert und Google schickt uns nach Richtung da lang.
Und hier vorne, das ist ein richtiger Scheißweg. Aber guckt euch das hier mal an. Das ist ein richtiger Scheißweg. Und wir müssten so einen Scheißweg die ganzen 4 Kilometer lang noch da lang laufen. Und wir haben uns überlegt, dass wir das nicht laufen, sondern dass wir die Asphaltstraße nehmen und dann über die Asphaltstraße dahin laufen. Und diese Asphaltstraße ist ein richtiger langer Umweg. Aber Hauptsache nicht so ein Randweg. Und ich bin schon wieder so richtig überblendet, weil mein Licht so hell ist. Aber ich musste euch den Weg zeigen, deswegen bin ich so überblendet. Richtig geil, oder? Und deswegen laufen wir wieder zurück zur Asphaltstraße und folgen die Asphaltstraße zum Lost Place. Also bis zur Kreuzung und dann gibt's wieder Waldweg. Aber bis dahin laufen wir gleich Asphaltstraße, weil das finde ich richtig. So, guck mal hier. Wir sind hier an dieser Asphaltstraße angekommen. Und genau. Und das hier, das ist ein vom Kilometer her Umweg. Aber dieser Weg ist einfacher, deswegen laufen wir den. Weil ich habe keinen Bock auf diesen gewühlten Mistzeugs, wo man mit dem Wagen scheiße rüberkommt. Es sieht aus, wie als ob der ganze Weg von Wildschweinen aufgewühlt wurde. Ich mag Wildschweine, aber nicht, wenn der Weg so scheiße gewühlt ist. Genau, und deswegen laufen wir diesen Weg. Das ist richtig geil. So, wir sind ein Stückchen dieser asphaltierten Straße gelaufen und Google, das schickt uns hier nach links. Hier zu diesem neuen Waldweg. Und wir sind sehr gespannt drauf, wie dieser Waldweg wird. Ob das ein Scheißweg wird oder ob der besser ist als wie vorhin. So, guck mal, dieser Weg, der fängt schon wieder so richtig beschissen an. Das ist hier alles hier vollkommen mit Matsch und das geht da hinten noch weiter mit vielen Matsch. Und wir haben uns überlegt, noch weiter die Asphaltstraße zu nehmen, um nochmal dann nach links zu laufen, um zu prüfen, ob da der Weg besser ist. Ansonsten laufen wir noch weiter Asphaltstraße, bis wir einen Weg finden, wo ich weiß, dass der definitiv besser ist als sowas hier. Wo wir dann hier in diesen Matsch reinlaufen. Weil von hier aus sind das auf jeden Fall noch über 3 Kilometer bis dahin. Und das ist scheiße in so einem Matsch. Das ist schon wieder so ein richtig verschissener Drecksweg zum Lost Place. Das ist richtig geil. So, wir sind gerade ein paar Meter Asphalt gelaufen und haben einen neuen Weg gefunden. Und der hier, der sieht viel, viel besser aus. Der ist viel gerader und ebener. Und dieser Weg, der hat sogar Holzbalken. Und hier vorne sind noch mehr Holzbalken. 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 Noch mehr Holzbalken. 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 Links abbiegen. guck mal hier. Wir haben hier eine Schutzhütte gefunden. Auf dem Weg zum Lost Place. Das ist eigentlich auch ein sehr schöner Pennplatz. Mit Überdachung und Holz. Na gut, diese Scheißbänke sind viel zu klein, um zu pennen. Deswegen muss man auf dem Boden liegen. Aber trotzdem ist das ein guter Pennplatz. Aber wir sind vielleicht noch 2 Kilometer davon entfernt, unser Zielpunkt zu erreichen. Und deswegen laufen wir jetzt weiter und werden heute hier nicht pennen. So, wir haben jetzt 2:30 und noch die letzten 850 Meter und dann sind wir am Ziel angekommen. Das wurde aber auch Zeit. Holzbalken gefunden schon wieder. Wir laufen durch Holzbalken durch. Guck mal, die letzten Meter vorm Ziel haben wir diese beschissenen Blockaden hier. Hier ist ein Baumstamm, da drüben ist ein Baumstamm und dahinter ist noch so ein Baumstamm, wo man runter, hoch und dann wieder runterklettern muss mit dem Wagen. Das ist ein richtig versiffter Scheißweg mit Schwierigkeit. Und das die letzten paar hundert Meter vor dem Ziel. Gerade so. Das ist richtig, richtig versifft, dieser Baumstamm. Hier vorne liegt schon wieder ein Baumstamm rum.
Und da drüben auch, aber da kommt man gut unten durch. Weg. Er ist richtig räudig. Komm mal, hier vorne ist der erste Stück vom Lost Place, aber wir gelaufen jetzt direkt zu diesem Raum, wo wir pennen werden und wo ich schon mal gepennt habe. Aber ich Bock habe, gleich was zu kochen und gerade keinen Bock habe, hier rumzulaufen und euch das Ganze zu zeigen, werde ich euch diesen Lost Place morgen zeigen, wenn wir ausgepennt haben. Dann mache ich eine Lost Place Tour. Dann zeige ich euch das Lost Place von komplett. Aber das ist der erste Stück. Aber da hinten, da ist Haus und genau, da geht es dann hoch. Also hier vorne ist ein Vollfetthaus. Diesen Vollfetthaus, den werde ich morgen bei Tageslicht genauer zeigen. Aber in diesem Vollfetthaus, da pennen wir nicht drin, sondern in diesem Vollfetthaus, der nebenan steht. Den zeige ich euch gleich. Jawohl, diesen Vollfetthaus meine ich. Da werden wir drin pennen. Und wir werden gleich unser Zimmer aussuchen. Den allerbesten Raum, den ich schon kenne. Weil ich das schon mal drin gepennt habe. Ich glaube, das war zweite Etage, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ja, jetzt müssen wir diese Vollfetzerkarre hier, diese Treppe hier hochschleppen. So, wir sind hier in diesen Raum angekommen, wo ich schon mal gepennt habe. Beziehungsweise habe ich hier, glaube ich, schon zwei oder dreimal jeweils ein Wochenende lang gepennt. Und guck mal, der Schlafplatz ist bereit. Ich werde genau hier pennen. Es wird jetzt mein drittes oder viertes Mal sein, dass ich hier penne. Und ich finde, der Raum hat sich so ein bisschen verändert. Weil guck mal da drüben, da war eine Heizung auf jeden Fall und der ist heute rausgerissen. Das weiß ich noch. Und naja, dieser Schutt war früher auch da gewesen. Aber genau hier, diese Fenster, die wurden zugemacht. Da hat wahrscheinlich doch jemand hier gepennt. Und ich weiß ganz genau, dass hier Adventure Buddy auch schon mal genau hier gepennt hat. Der hat mal ein Video gemacht. Das weiß ich noch ganz genau. Und genau, hier werden wir auch pennen. Genau hier diesen Raum. Hier vorne geht es zu einer weiteren Mehrtagestour, wo mein Bruder Tour Day TV auch mit dabei war. Gebt euch die Serie und folgt meinem Bruder. Link zu seinem Kanal unten in der Beschreibung.